Wann ist der Moment gekommen, wenn du einen Chakrenausgleich machen solltest? Vielleicht kennst du das, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwo eine Blockade, du kannst nicht richtig reden, dein Hals oder du hast einen Frosch im Hals oder aber dir zieht es in der Brust, dir zieht es im Unterleib, du hast Kopfschmerzen. Das ist definitiv immer ein Anzeichen dafür, dass du eine Blockade hast. Und wenn du im Alltag jetzt überhaupt gar keine Zeit und auch vielleicht keine Lust hast, deine Selbstbehandlung zu machen mit Reiki, was natürlich schade ist, aber wenn du wirklich nur so 5 Minuten Zeitfenster hast, und das geht uns allen ja gerade so, dass wir unglaublich wenig Zeit haben, dann kann ich dir nur den Chakrenausgleich ans Herz legen und den mache ich gleich mit dir. Guck dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an, denn du bekommst von mir während des Chakrenausgleiches 2 effektive Lichtduschen und ich werde dir auch nochmal im Speziellen dein Kehlchakra reinigen auf der geistigen Ebene. Ich wünsche dir viel Spaß dabei beim Mitmachen, beim Zuschauen, wie auch immer. Du kannst dieses Video so oft wiederholen, wie du möchtest, für deinen schnellen Chakraausgleich. Nimm eine bequeme Sitzposition ein. Richte dich im Oberkörper auf, damit der Atem wirklich ganz frei fließen kann. Und dann nimmst du, wenn du magst, deine linke Hand auf dein Herzchakra. Spür in den Körper hinein, wie sich das anfühlt. Und die andere Hand, die nimmst du jetzt auf die erste Kopfposition und bedeckst damit leicht der hohlen Hand deine Augen. Und während du dies tust, darfst du mal ganz tief in deinen Körper hineinfühlen. Wie fühlt sich jetzt der Kopf an? Wie fühlt sich die Verbindung von Kopf und Herz an? Und du bekommst jetzt in diesem Moment eine intensive Lichtdusche von mir, die nicht nur deinen Körper reinigt, sondern auch dein Energiesystem von Blockaden befreit. Und wenn du magst, nimmst du jetzt deine Hand, deine rechte Hand auf deine Stirn, sodass du hier das komplette dritte Auge abdeckst. Und auch hier darfst du weiter tief in den Körper hineinfühlen. Darfst dich entspannen. Vielleicht lehnst du dich auch irgendwo an, schließt deine Augen und lässt mal deinen Gedanken freien Lauf. Und wenn du magst, nimmst du die Hand jetzt, deine rechte Hand, an den Hinterkopf. Und auch hier wird nochmal Kronenchakra und auch drittes Auge versorgt, von Blockaden befreit, während du von mir diese wohltuende Lichtdusche erhältst, die dein gesamtes Energiesystem reinigt und dir auch deine Stimmung anhebt. Nun nimmst du die rechte Hand an deinen Hals. Ich arbeite jetzt mit dem kraftvollen Symbol aus dem 5. Grad des authentischen Reikis. Und werde dir jetzt einmal die Kehle reinigen mit diesem Symbol, sodass die Kommunikation zwischen Kopf und Herz wieder fließt. Lass den Atem tief in deinen Bauch hineinfließen und spüre in deinen Körper hinein. Nun nimmst du die Hand unterhalb der Brust. Und ich beginne mit einer zweiten Lichtdusche, um dein Chakrasystem wieder vollkommen zu harmonisieren. Fühl mal in dich hinein, ob du ein leichtes Kribbeln spürst, vielleicht in deinen Füßen und vielleicht auch in deinen Händen. Wander jetzt auf Höhe des Bauchnabels und auch hier spür mal die Wärme, die jetzt durch deine Hand hindurch fließt, während diesen Chakrenausgleiches. Lass den Atem fließen und spür auch, wie sich der Bauch anhebt mit jeder Einatmung und wieder flach wird mit der Ausatmung.
Und wir kommen jetzt gleich schon zur letzten Position, zum Wurzelchakra. Nimm deine Hand in den Unterleib. Jetzt wird noch einmal die Basis mit Reiki-Energie versorgt und auch hier nochmal Blockaden befreit. Vielleicht, wenn dir das Urvertrauen fehlt. Und die Lichtdusche schließt jetzt die Reinigung deiner Chakren ab. Du darfst das Ganze nochmal ein bisschen nachspüren, indem du auch deine rechte freie Hand jetzt auf dein Herzchakra legst und noch einmal tief in den Körper hineinfühlst. Beobachte einfach nur, was in deinem Körper geschieht. Danke dir fürs Mitmachen.